Der Stadtpark Althofen wurde für eine Woche zum Künstleratelier. Besucher konnten dabei den Künstlern Helmut Machhammer, Andres Klimbacher und Jure Makota 7 Tage lang über die Schulter blicken. Normalerweise haben die Besucher, die kommen zu Ausstellungen und so weiter, so gut wie nie eine Chance zu sehen, wie Arbeiten entstehen. Und da ist einfach die Möglichkeit für die Leute, es wirklich ein bisschen mitzuerleben. Es geht um das, wie verbinde ich 2 verschiedene Formen, was bindet Leute zusammen heute? Sagen wir mal so, Kunst sollte ja kein Geheimnis sein, sondern sollte ja zugänglich sein für alle. Hohen Besuch gab es bei der Präsentation der Skulpturen. Kärntens Diözesanbischof Josef Marquez sah dabei viel Verbindendes zwischen Kunst und Religion. Ich denke wirklich, dass wenn Sie mir zugeben, dass die Künstler immer auch noch religiösen Ideen aus sind, um sie auf ihre Weise dann zu verbildlichen, jetzt zu gestalten, wie immer. Der Unterschied zwischen dem Künstler und Gott ist aber das, der eine weiß, was er tut, der andere hofft, dass er weiß, was er macht. Also unsere Runde. Und, ja, man muss ja ein bisschen widersprechen. Gott hat uns ganz viel Freiheit gegeben. Deswegen, er weiß schon, was er tut, aber was rauskommt, weiß er nicht. Da bin ich wieder optimistischer wie Sie. Mit dem ersten internationalen Bildhauersymposium gelang es dem Team um Bürgermeister Walter Zemrosser, einen weiteren kulturellen Schwerpunkt zu setzen. Ich muss sagen, ich bin wirklich bewegt und freudig bewegt. Es ist toll, dass dieses Bildhauersymposium möglich war. Es war ja lange nicht sicher mit den Covid-Beschränkungen, ob wir das machen können. Jetzt ist es bei wunderbarem Wetter über die Bühne gegangen. Jetzt mit dieser Präsentation an unseren hochwürdigen Diözesanbischof hat das seinen Höhepunkt gefunden. Am Sonntag gibt es noch einen Abschluss mit Musik hier im Stadtpark. Ich muss sagen, mein Herz als Bürgermeister lacht. Vom herrlichen Spätsommerwetter wurden nicht nur die Künstler inspiriert. Es war wundervoll, einfach den Menschen zuzuschauen, wie sie künstlerisch tätig sind. Hinter mir steht die Holzskulptur, die Jure Makota gemacht hat aus Slowenien. Dann Helmut Machhammer mit seiner Steinskulptur und Andres Klimbacher mit Metall. Also es war wirklich großartig und das Resümee könnte lauten, bitte mehr davon nächstes Jahr.